Abmahnung wegen Filesharing. Ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Meine Kanzlei liegt in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg und ist insbesondere aus Mannheim kommend über die Autobahn gut zu erreichen. Meine Kanzlei liegt in der Nähe des Heidelberger Bismarckplatzes. In dem heutigen Video berichte ich Ihnen zum Thema Abmahnung wegen Filesharing durch behaupteten Verstoßes gegen Urheberrecht. Häufig rufen Mandanten in der Kanzlei an, weil sie eine Abmahnung wegen Filesharing erhalten haben. In den Abmahnschreiben wird meist eine kurze Frist zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gesetzt. Die von der gegnerischen Rechtsanwaltskanzlei formulierte strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, die Ihnen übersandt worden ist, sollten Sie nicht einfach unterzeichnen und der Gegenseite zusenden. Nach Erhalt einer Abmahnung wegen Filesharing sollten sich juristische Laien ohne jede Ausnahme in jedem Fall anwaltlich fachkundig beraten lassen. Häufig ist juristischen Laien die Bedeutung und Tragweite einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht bekannt. Dies kann erhebliche Kosten zur Folge haben. Nicht ratsam wäre es, nach Erhalt einer Abmahnung wegen Filesharing zunächst die Abmahnung liegen zu lassen und zuzuwarten. Je nach Fallgestaltung ist es ratsam, eine sogenannte modifizierte strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben. Eine Unterlassungserklärung wird je nach Fallgestaltung möglicherweise modifiziert nach sogenanntem neuem Hamburger Brauch abgegeben. Dies sollte mit einem Rechtsanwalt besprochen werden. Je nach Fallgestaltung kommt nach Erhalt einer Abmahnung wegen Filesharing auch die Abgabe sogenannter vorbeugender oder präventiver strafbewehrter Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung in Betracht. Am 15. November 2012 wurde ich vom SWR-Fernsehen im Fernsehstudio Mannheim live ungefähr 3 Minuten lang durch Zuschaltung in das Fernsehstudio Stuttgart zu dem Thema Filesharing interviewt. An diesem Tage hatte der erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs aus Karlsruhe ein wegweisendes Urteil zu der Frage verkündet, ob und gegebenenfalls wann Eltern als Anschlussinhaber für das Filesharing ihrer minderjährigen Kinder haften. Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt aus Mannheim habe ich in Heidelberg für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 2 Fortbildungsveranstaltungen zu Rechtsfragen im Hinblick auf Filesharing geleitet. Juristischen Laien ist häufig nicht bekannt, dass auch selbst dann eine Haftung in Betracht kommt, wenn der Abgemahnte selbst keine Urheberrechtsverletzung begangen hat, aber möglicherweise eine sogenannte Haftung nach Störerhaftungsgesichtspunkten als Anschlussinhaber in Betracht kommt. Bitte beachten Sie, dass in den Abmahnschreiben meist 2 Fristen benannt werden. Juristischen Laien ist häufig nicht bekannt, wie lange ein Unterlassungsvertrag Bindungswirkung entfalten kann. Ich habe viele Mandanten vertreten und beraten, die eine Abmahnung wegen Filesharing erhalten haben. Über die 3 Mitarbeiterinnen der Kanzlei kann unter der unten eingeblendeten Rufnummer Kontakt zur Kanzlei vereinbart werden. Aus Zeitgründen ist es mir jedoch leider nicht möglich, jedes Mandat nach Erhalt einer Abmahnung wegen Filesharings anzunehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.